Das Centauri-System besteht aus 5 Planeten und 3 bekannten Sprungpunkten rund um einen großen Typ-A-Hauptreihenstern. Centauri war eines der ersten Systeme, das während der ersten Phase der interstellaren Expansion der Menschheit besiedelt wurde. Es wurde 2365 von einem Erkundungsschiff entdeckt und man erkannte sofort das enorme Besiedlungspotenzial des dritten Planeten. Der Planet wurde schnell in Besitz genommen und sofort zur Kolonisierung freigegeben. Als erste Stadt entstand Xai-Xai, eine der schönsten und gut konstruierten menschlichen Welten in der UEE. In dieser Phase der Entwicklung wurden die anderen Welten im System weitgehend ignoriert. In den folgenden Jahrhunderten wurde auf den anderen Welten Ressourcen entdeckt, aber der Abbau erfolgte mehr nach dem Gießkannenprinzip. Centauris innerste Welt ist ein winziger Protoplanet, der seinen Stern sehr nahe umkreist. Centauri 1 hat keine Atmosphäre und keinerlei abbaubare Ressourcen. Eine Nahaufnahme aus dem Orbit dagegen ist überwältigend. Ein sehr bekanntes Foto, dieses Bild gibt es auch als Postkartenmotiv, das von dem Erkundungsschiff aufgenommen wurde, zeigt den bläulich-weißen Stern und es sieht aus, als wolle er mit einer Protuberanz den kleinen Planeten umarmen. Centauri 2, genannt Ja, war der Venus sehr ähnlich, bevor er terraformt wurde. Seine Nähe zur Sonne sorgt dafür, dass er eine trockene Welt ist, die größtenteils mit einer rötlichen Wüste bedeckt ist. Das ist ein eindeutiges Erkennungsmerkmal aus dem Orbit. Jahr ist übersät mit vielen verlassenen Forschungsstationen, Handelsposten und Siedlungen. Ein großer Teil von ihnen ist schon wieder von dem feinen roten Sand bedeckt, der im Begriff ist, sich alles wieder zu holen. Obwohl es kein Geisterplanet ist, fühlen sich viele Leute auf dem Planeten unbehaglich. Warum kam es zu dieser Entwicklung auf dem Planeten? Vor ca. 100 Jahren wurden verschiedene wertvolle Mineralien in den Bergen gefunden. Daraufhin wurden sehr viel Land zum Schürfen verkauft und die Bewohnerzahl stieg schnell an. Allerdings waren diese Vorkommen schnell ausgebeutet und seitdem geht auch die Anzahl der Bewohner wieder stark zurück. Der größte Landeplatz auf dem Planeten ist die Archibald Station. Sie war ursprünglich eine Forschungsstation, die dann zu einer kleinen Stadt anwuchs. Nachdem das Interesse an dem Planeten wieder nachgelassen hatte, schrumpfte die Stadt wieder auf eine Forschungsstation zurück. Es gibt noch andere Landeplattformen auf dem Planeten, die zwar nicht mehr gewartet werden, aber trotzdem funktionstüchtig sind. Es ist natürlich noch genug Infrastruktur auf dem Planeten vorhanden, um gelandete Raumschiffe zu versorgen. Allerdings kauft die einheimische Bevölkerung nur das Wesentliche von Händlern. Xai-Xai. Xai-Xai ist der dritte Planet und auch der Grund, warum du das Centauri-System besuchen solltest. Es ist eine wunderschön terraformte Welt. Xai-Xai wurde geplant und für die menschliche Besiedlung kultiviert. Sie ist eine der wenigen Welten im erforschten Weltraum, für die der Gouverneursrat eine Obergrenze der Bevölkerung festgelegt hat, um die Umwelt zu schonen. Trotz ihrer begrenzten Einwohnerzahl könnte der Unterschied zu Jahr nicht größer sein. Xai-Xai ist ein Juwel der menschlichen Entwicklung. Das Centauri-System wurde erstmals im Jahre 2365 vermessen und kurz darauf gingen die ersten Gebote für Centauri 4 auf den Markt ein. Die Agios Colonial war der Gewinner dieser Auktion. Die Siedler bestanden größtenteils aus japanischen Auswanderern, die kulturelle Eigenheiten aus ihrer Heimat zum Landeplatz auf Fuji City mitbrachten. Seit dieser Zeit unterlag die Kultur Xai-Xais verschiedenen Strömungen und formte sich nicht zuletzt durch irdische Traditionen zu etwas völlig Einzigartigem. Neben der Schönheit der Natur und dem wundervollen Baustil ist Centauri auch als das Hauptquartier von MISC, dem Schiffskonzern, der für den Großteil des Schwerverkehrs in der UEE verantwortlich ist, bekannt. Fujin City ist der Landeplatz für die meisten Besucher auf Xai-Xai. Es verfügt über eine automatische Landezone für hohes Verkehrsaufkommen, die vom Xai-Xai Landing Consortium betrieben wird. Es gibt hier nur wenige persönliche Hangars und die Grundstückpreise sind astronomisch hoch. Die Stadt bietet jeden Komfort, den man sich wünschen kann. Es gibt einen Astro Armada Schiffshändler, eine Advocacy Außenstelle. In der Innenstadt von Fujin findet man den Showroom der MISC Corporation, in dem man sich die neuesten Freelancer und Starfarer Modelle ansehen kann. Im Herzen der Stadt liegt der Nesa Park, eine wunderschön angelegte Oase für Menschen, die den ganzen Tag in den Hightech-Firmen arbeiten. Die zentrale MISC-Fabrik befindet sich in den äußeren Bereichen der Stadt.
Sie ist eine sorgfältig ausgearbeitete, automatisierte Einrichtung, die schon auf vielen Welten dupliziert wurde. Zurzeit werden in der Fabrik Misk Starfarer gefertigt, die dann in riesigen geschlossenen Raumschiffen ausgeliefert werden. Übrigens kann man diese Fabrik über Nacht zur Herstellung eines anderen Raumschiffes umstellen. Es gibt noch weitere Schwerindustrie auf Saizai, die aber ebenfalls respektvoll und ökologisch in die Natur einbezogen wurde. So werden hier Schiffskomponenten und Luxusgegenstände hergestellt. Es scheint ein Widerspruch in sich zu sein, Schwerindustrie zu haben und gleichzeitig der sauberste Planet in der bekannten Galaxie zu sein. Die Nachricht, die von hier aus in andere Planeten gesendet wird, ist: Planung zahlt sich aus. Die äußeren Planeten. Centauri 4 ist eine felsige Welt mit einem interessanten Feature. Es fehlt ein völlig geschmolzener Kern. Als kernlose Welt konnte der Planet nie ein Magnetfeld entwickeln und war deshalb auch nicht in der Lage, eine nennenswerte Atmosphäre an sich zu binden. Archäologische Studien ergaben, dass der Planet bis vor ca. 3000 Jahren eine geringe Atmosphäre hatte. Sie wurde aber inzwischen vollständig vom Sonnenwind weggeblasen. Durch seine Nähe zum Asteroidengürtel war Centauri 4 schon oft von schweren Asteroideneinschlägen betroffen. Diese Welt wäre ein Kandidat für das Terraforming, wenn auch ein sehr schlechter. Dafür würde man spezielle Technologien und Ressourcen benötigen, um einen Kern zu konstruieren. Aber das wäre sehr teuer und eine technisch sehr schwierige Angelegenheit. Jenseits von Centauri 4 liegt ein dichter Asteroidengürtel. Er ist der einzige in diesem System und er hat genug Masse, um einen Planeten zu formen. Aber aus unbekannten Gründen kam es nie dazu. Der Gürtel ist reich an verschiedenen Standardschwermetallen und es finden sich dort einige Minen, die die Schwerindustrie von Saizai beliefern. Der äußerste Planet des Systems, Centauri 5, ist ein massiver Super-Jupiter. Der gelb-rote Gasgigant ist um ein Vielfaches größer, als es diese Planeten normalerweise sind. Die Atmosphäre dieser Welt eignet sich hervorragend für Langstreckentransporter, die auf der Suche nach Treibstoff sind, denn etwas anderes kann man hier nicht finden.